Für mich war das damals ein Schock. Mhm. Dass wir wirklich mal beschließen müssen, das Museum, die Bibliothek, das Bad so zu machen. Dass das dann letztendlich vor dem Bundesverfassungsgericht landet, das war mir nicht klar. Und die Eltern, die Familien, also die wollten auch den Freistaat Sachsen nicht unbedingt verklagen. Die wollten nur, dass ihre Kinder in ihre Schule gehen dürfen. Wir haben ja erstmal hier eine Regionalgruppe gegründet. Und die Bauern haben dann halt immer mal wieder gesagt, ja Maria, du solltest eigentlich mal kandidieren. Es ist unstrittig, wir haben Landkonzentration bei uns in Europa. Wer hat Zugang zu Land, wer spekuliert mit dem Land und wer versucht es als Investitionsgut zu nutzen. Aber uns muss klar sein, Land ist die Lebensgrundlage, nicht nur für uns Bäuerinnen und Bauern, sondern für uns Menschen insgesamt. Das Drängen an der Lichtverschmutzung ist, dass halt die Zunahme radikal ist. Und deswegen muss sofort etwas passieren. Weil wenn einmal vollendete Tatsachen geschaffen sind, dann ist es so ähnlich, wie wenn die Wälder gerodet sind, dann gibt es kein Zurück mehr.